Nein, ich glaube nicht, dass der Druck von ganz Österreich auf unseren Schultern lastet. Erstens sind nicht wir die einzigen Sportler da bei den Olympischen Spielen. Zweitens gibt es noch viel wichtigere Sachen als zwar die über ein Netz am Ball schupfen. Und drittens können wir, wenn der Druck auch da wäre, mit Druck ganz gut umgehen. Die Stimmung ist super dort, die Fans sind extrem positiv, sehr, sehr fair, die feuern beide Teams an und es macht natürlich viel Spaß, da zu spielen. Wir haben die erste Partie sehr knapp verloren, gegen Italien und gegen die Schweiz hätte eigentlich ein Sieg her müssen. Und wir sind einfach sehr gut in die Partie reingegangen. Nach einem kurzen Fehlstart im ersten Satz hat dann einfach unser Spiel sehr gut funktioniert. Wir haben uns nicht unterdrücken lassen, wir haben einfach unser Spiel aufgezogen. Wir haben sehr gut serviert wieder, wie auch in der ersten Partie. Und wir haben einfach Spaß am Center Court. Und ich glaube, die Mischung macht es einfach aus, dass man mit Spaß und druckvollem Spiel auch die guten Teams schlägt. Das Turnier geht immer über mehrere Tage. Hier ist halt der Unterschied, dass man immer einen Tag dazwischen hat und nur ein Spiel am Tag hat. Was für die Vorbereitung natürlich sehr positiv ist. Man kann sich super am Gegner vorbereiten, man kann sehr gut regenerieren. Und ja, ich hoffe, dass wir das weiterhin so gut zusammenbringen. Wir schauen, dass wir ausschlafen. Wir haben immer ein Regenerationstraining am Tag danach, wo wir uns schon ein bisschen einstellen auf den nächsten Gegner. Und einfach den olympischen Flair genießen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man den nicht vergisst. Wir haben bei diesen Spielen jetzt noch keine Rituale angefangen, was, glaube ich, auch jetzt kein Problem ist. Wir werden morgen wieder trainieren vor dem Spiel, so wie wir es gestern auch gemacht haben, dadurch, dass wir erst so spät am Abend wieder spielen. Dann uns noch mal kurz ausruhen und dann mit vollem Elan und vollem, mit Spaß einfach ins nächste Spiel gehen.